Sina. Hi. Marty? Ja? Jemand hat WoW durchgespielt. Was? Der Spieler Hiroko, der in der Öffentlichkeit als Andrei auftritt, ist ein 32-jähriger Ukrainer und hat das geschafft, was viele für unmöglich gehalten haben. Er hat WoW durchgespielt. Nach 1,4 Millionen Tötungen und 43.000 Mal Sterben ist es ihm gelungen. Er hat alle Achievements auf WoW erbeutet. Hurra! In der 10-jährigen Existenz des MMOs hat das bisher noch kein Spieler geschafft. Der Titel des schnellsten Absolventen aller Achievements war heiß begehrt, weswegen ihn seine Gilde auf seinem gefährlichen Weg begleitete und alle Konkurrenten ausschaltete. Sieben Spieler waren gerade mal 10 Punkte von der Maximalmarke von 22.000 Punkten entfernt. Es war also ganz schön knapp, aber seine Gilde sorgte dafür, dass niemand sein Ziel erreichte. No! Feinde wurden aufgehalten, Quests wurden regelrecht belagert, damit nur Hiroko allein diese abschließen konnte. Auf die Frage nach seinen nächsten Zielen antwortete der Handelsmanager, dass er sich jetzt an Diablo 3 und StarCraft 2 macht. Bis zur nächsten WoW-Erweiterung. Wir wünschen ihm und seiner Gilde viel Glück. Mal gucken, was für Ziele sie in Zukunft erreichen werden. Ja, und unsere Frage an euch. Was ist euer Lieblings-MMORPG und wie viel Zeit habt ihr da schon in dem drin verbracht? Vom zeitlosen MMORPG zum zeitlosen Klassiker. Am Samstag ist endlich die Stelle ausfindig gemacht worden, wo vor über 30 Jahren zahllose Atari-Spiele verbuddelt worden sind. In einer Müllhalde in New Mexico wurde das Spiel E.T. gefunden. Richtig gehört, es geht um das kleine Nachhause-Telefonieren-Alien mit dem leuchtenden Finger. Autsch, Sina. Autsch. Der Drehbuchautor der Fantastic Four, Zack Penn, kümmert sich höchstpersönlich um die Dokumentation des Sensationsfundes. Interessanterweise wird das Fantastic Four-Spiel immer dann erwähnt, wenn es um das schlechteste Spiel aller Zeiten geht. Könnte ja sein, dass der Herr Penn eine Vorliebe für klobige Steuerung, langweiliges Gameplay und ein Haufen hässlicher Polygone. Boah, ist das hässlich. Das Atari-Spiel E.T. zum gleichnamigen Film floppte damals gewaltig, sodass der Produzent auf dem minderwertigen Produkt sitzen blieb. Und was macht man mit so einem großen Haufen Mist? Richtig, man verbuddelt 14 Wagenladungen voller Atari-Spiele in der Wüste und sagt niemandem wo. Die Fans des Franchises freuen sich natürlich über den Fund, auch wenn das Spiel eher so oder vielleicht sogar ja, ich glaube eher so. Auf Twitter könnt ihr übrigens unter Hashtag DiggingET nachgucken, was sonst noch so in der Wüste passiert. Ja, und was meint ihr? Welches Spiel sollte mal wieder ausgegraben werden und welches Spiel sollte besser ganz, ganz tief verbuddelt werden? Eure Meinung mal in die Kommentare. Wusstest du übrigens, dass ich die besten Überleitungen habe? Von den schlechtesten Spielen zum schlechtesten Verlierer. Oh, das war wirklich wunderschön, Martin. In Long Island, auf Long Island, in Long Island, egal. Auf jeden Fall auf dieser Insel da. Da, wo das ist. Genau, in New York fand sich ein 17-Jähriger letztens plötzlich umringt von etwa 60 Beamten. Um genau zu sein, von einem kompletten SWAT-Team. Der Minderjährige spielte Call of Duty, als der Widersacher, den er gerade umgenietet hat, ihm den sogenannten Swatting-Streich spielte. Dabei gibt man sich jetzt die Person aus, der dieser Streich gilt, und offenbart den geschockten Beamten am Telefon sowas wie Mord, Terrordrohungen. Weißt du, was das Schönste ist? Der Einsatz kostete 100.000 Dollar. Katsching. Und das FBI untersucht den Fall gerade, um den noch unbekannten Anrufer zu finden. Swatting wurde in den letzten Jahren ein regelrechter Trend. Es sollen Online-Foren existieren, wo Swatter je nach Einsatzgröße und eingesetzten Fahrzeugen Punkte erhalten. Dass dabei sowohl die Beamten als auch die Opfer des Streichs in große Gefahr geraten, scheint vollkommen egal zu sein. Selbst Prominente wie Lady Gaga, Miley Cyrus oder Justin Bieber wurden schon geswattet. Oh. Wurdet ihr eigentlich online schon mal irgendwie veräppelt und was haltet ihr generell von Swatting? Wir bleiben bei Großeinsätzen, aber diesmal ohne Polizisten, sondern mit vielen, vielen kreativen Köpfen. Xbox Live bekommt eigene Formate. Und zwar viele. Ja! Präsidentin von Xbox Entertainment Studios, Nancy Tellem, erklärte die Serienproduktion mit der gestiegenen Anfrage. Die Konsole wird mittlerweile mehr für das Schauen von Serien genutzt, als für das eigentliche Spielen. Zwei Halo-Auskopplungen, eine digital, eine real und die Sendung Humans, in der es um menschenartige Androiden und deren Abenteuer geht, wurde bereits bestätigt. Xbox Entertainment bestätigte ebenfalls das Script-Commitment, also das Anfertigen eines Skriptes für Deadlands, einer alternativen Wild-West-Geschichte. Deadlands ist ja ein total abgedrehtes Pen-and-Paper-Spiel.
Also Wildwest trifft auf Steampunk, trifft auf Magie, trifft auf alles. Hinzu kommt eine Adaption von Winterworld, in der es um ein ungewöhnliches Gespann in einer postapokalyptischen Welt geht. Und Stop-Motion-Werke bis hin zu einer Krimiserie, in der es um einen Massenmörder geht. Es scheint für jeden Geschmack was dabei zu sein und Xbox kündigte sogar an, dass einigen der erfolgreichsten Spiele eigene Serien gewidmet werden. Also wir würden uns zum Beispiel über Gears of War freuen zum Beispiel. Nicht wahnsinnig. Welcher Xbox-Titel soll eurer Meinung nach als nächstes verfilmt werden? Weg von zahllosen Serien zu einem recht großen Film. Wie macht man einen gigantischen Film mit einem gigantischen Monster noch gigantischer? Man packt einfach noch ein gigantisches Monster oben drauf und das kann gigantischerweise auch noch fliegen. Der neueste Trailer von Godzilla zeigt seinen geflügelten Freund oder Widersacher oder was auch immer. Und wir hoffen inständig, dass sich die beiden geflogen auf die Nasen, Mäuler, Schnäbel, auf jeden Fall aufs Fressbrett hauen. Wir berichteten schon einmal über Godzilla, weil wir uns sehr über die Zusammenarbeit mit Bryan Cranston freuen. Mehr als über die Zusammenarbeit mit Breaking Bad freuen wir uns allerdings über das große geflügelte Vieh, was so galant durch die Städte gleitet. Das Ganze hat dann so ein bisschen was von Nidoking gegen Aerodactyl in groß. Aber Bodengift hat doch gar keine Chance gegen Fluggestein. Das werden wir ja sehen. Welche Monster würdet ihr gerne mal gegeneinander kämpfen sehen? Also ich wäre für Marty gegen Epiano. Okay, und ihr? Wir sind jetzt fertig. Excalibur. Jetzt machen wir andere Dinge zu Hause. Oh, zum Beispiel kochen. Boah, geil. Oder irgendwas anderes. Doch zuerst singen wir die Endcut-Melodie. Okay. Und die geht so. Hau rein. Auf der rechten Seite könnt ihr abonnieren. Genau da drüben. Unten drunter sind für euch nur zwei Videos. Die könnt ihr noch anschauen. Die könnt ihr anschauen. Und das macht sehr viel Spaß. Weil wir der Hammer sind. Und wir sind übrigens zwei Nerds auf einer roten Couch.